Für ihn ist das ja ein Duell gegen seinen Ex-Club. Wir sind live dabei. EA Sports zeigt es Ihnen. Ich begrüße Sie sehr herzlich zu dieser heutigen Begegnung, liebe Fußballfreunde. Sie haben sich genau richtig entschieden. Mein Name ist Wolf Fuß, neben mir ist der Kollege Frank Buschmann und wir werden dieses Spiel wie gewohnt für Sie zu Hause kommentieren. Und heute zeigen wir Ihnen ein Spiel aus der Bundesliga. Bayern München gegen Werder Bremen. Ich bin sicher, beide haben sich heute viel vorgenommen. Die Kulisse stimmt, die Stimmung ist erstklassig. Alle erhoffen sich ein tolles Spiel und ich bin sicher, wir werden hier heute großartigen Fußball erleben. So gehen es die Bayern also heute an. Im Tor ist Manuel Neuer. Matthijs de Ligt spielt zusammen mit Dayo Upamecano in der Defensive. Leon Goretzka steht mit Joshua Kimmich im Mittelfeld. Und der einzige Stürmer ist Harry Kane. Und da haben wir sie, die Startaufstellung von Werder Bremen. Sie gehen mit einem 5-3-2 in dieses Spiel. Fünferkette also hinten. Wir werden sehen, wie offensiv dann die Außenverteidiger ihre Rolle interpretieren. Vielen Dank, wir legen los. Das Spiel läuft, die Bayern am Ball. Super Trick, er kommt vorbei. Da passt die Abwehr auf, holt sich diesen durchaus gefährlichen Steilpass. Der FC Bayern ist aktuell in bestechender Form, wenn wir nur mal an den jüngsten Auswärtssieg denken, als es gegen Borussia Dortmund ging. Da stand am Ende ein effizienter 2:0 Erfolg und es würde mich nicht wundern, wenn das heute ähnlich läuft. Schöner Angriff. Nebenleute bieten sich an. Da zieht er ab. Da ist das erste Tor und das Spiel geht richtig gut los. Ja, das verspricht eine sehr interessante Partie zu werden. So, wir schauen uns die Wiederholung dieser Szene nochmal an. Erst kommt der Pass und dann setzt er sich durch. Willensstark, das zeichnet ihn einfach aus. Er lässt der Abwehr keine Chance. So, da hätten wir also das 1:0. Mal sehen, wie es hier weitergeht. Goretzka. Balleroberung, ja, da sieht man die Übersicht, dieses Spielverständnis. Mariano. Im Fokus wird hier Serge Gnabry stehen, denn für ihn ist es heute das Spiel gegen seinen früheren Club. Das ist mit Sicherheit keine einfache Aufgabe. Er kennt den Verein, er kennt die Fans. Kann er das alles hinten anstellen und sich auf seinen aktuellen Club konzentrieren? Glaube ich schon. So ist das Leben als Fußballprofi. Vereinswechsel sind da völlig normal. Vor dem Spiel, nach dem Spiel, da gibt es wahrscheinlich schon gemischte Gefühle, aber auf dem Rasen, nee. Das sieht der Coach ganz ähnlich, denn er spielt ja. Ein kurzer Hinweis auf das nächste Frankfurt-Treffen. Upamecano. Harry Kane. Und jetzt Müller. Die Bayern geben den Ballbesitz ab. Bei Bochum gibt es ein Tor, wir geben ab ins Studio. Wir haben hier das erste Tor für den VfL Bochum.
Neuer Spielstand damit 1:0. Sie haben diese Partie jetzt doch mehr oder weniger im Griff. Sieht im Moment gut aus und das Tor gibt natürlich zusätzlich Selbstvertrauen. Sie waren dran, haben ihn eigentlich gut gedeckt, aber offensichtlich nicht gut genug. Ja, das sieht so langsam wirklich nach Resignation aus am Spielfeldrand. Das ist ja Frust pur, aber bei dem Spielstand auch kein Wunder. Hier steht es 2:0, sieht alles ziemlich gut aus aktuell. Es gibt Freistoß für den FC Bayern. Kimmich. Kaum wurde es gefährlich, holte sich den Ball. Klasse. Sieht nicht ungefährlich aus. Jetzt vielleicht der Konter. Serge Gnabry. Das ist die Chance. Er macht das ganz sicher. Gut geblockt. Mariano. Da ist er da. Guter Zweikampf. Er hat den Ball. Eine Minute gibt es oben drauf. Damit war es das für die erste Hälfte. Bayern München mit dem Rückstand. Wir kennen sie eigentlich als abwehrstärkstes Team. Aber der Blick auf den Zwischenstand, ja, ganz ehrlich. Pause ist vorbei, das Spiel geht weiter. Schöner Angriff, da haben sie mehrere Optionen. Super Aktion, gut geklärt. Neuigkeiten aus dem Volkspark, es ist ein Tor gefallen. Im Studio jetzt die Infos. Ja, wir haben hier das erste Tor für Leverkusen. Gnabry, da passt der Klasse auf. Sie wechseln also aus. Vielleicht können sie diese Ecke zum Anschlusstreffer nutzen. Die Fans hoffen drauf. Hereingabe auf den langen Pfosten. Sie leben noch. Das war der Anschlusstreffer. Geht noch was? So ist dieses Tor entstanden. Ausgangspunkt ist die kurze Ecke. Und das ist einfach nur ein exzellenter Kopfball. Deshalb ist er da vorne drin so wichtig. So, der Anschlusstreffer. Jetzt ist Bayern wieder bis auf ein Tor dran. Ich glaube, da geht noch was. Da sind uns die aktuellen Ereignisse dazwischen gekommen. Das bitte ich zu entschuldigen. Der Treffer also für Bayer Leverkusen. Sie gehen 1:0 in Führung. Das ist natürlich eine eher schwache Ballbesitzstatistik in diesem Spiel von Werder Bremen. Aber das kümmert sie offenbar überhaupt nicht. Sie haben sich diese Führung erarbeitet mit Effizienz, mit Einsatz. Und Ballbesitz ist eben nicht alles, ne? Die nächste Partie in der Bundesliga steht an für Bayern München. Dann geht es auswärts gegen Hertha BSC. Und da dürfte uns doch einiges geboten werden. Müller am Ball. Ja, mit viel Übersicht. Ganz sicher. Sie wechseln aus. Bei der Ecke hoffen die Fans auf den Ausgleich. Ball kurz gespielt. Jetzt die Flanke. Ball kommt an, was machen Sie drauf? Und jetzt Müller. Geht dazwischen und hat den Ball. Es tut sich was im Borussia Park. Es ist ein Tor gefallen. Ich gehe rüber ins Studio. Wir haben hier den zweiten Treffer für Mönchengladbach.
Der neue Spielstand heißt nun 2:0. Gespielt sind hier 72 Minuten. Vielen Dank und damit zurück zu diesem Spiel hier. Das könnte was werden jetzt. Mariano. Vom Flügel zieht er jetzt nach innen. Aber der Ball ist jetzt erstmal weg. Die nächste Partie der Bremer steht an und gegen wen es geht, zeigt uns die Einblendung. Ja, es geht gegen den HSV im nächsten Bundesligaspiel. Eine recht ausgeglichene Begegnung dürfen wir da erwarten. Da muss er aufpassen. Sie müssen aufpassen jetzt im Spielaufbau. Und es bleiben noch 5 Minuten. Bayern München drückt jetzt hier nochmal auf den späten Ausgleich. Richtig gutes Passspiel da von Bayern München. Rafael Guerrero. Da muss er hin und holt sich den Ball. Das ist der Schlusspfiff und die Bayern stehen mit leeren Händen da. Von der Favoritenrolle war wenig zu sehen. Die Bayern mit einem sehr mäßigen Auftritt. Verdiente Niederlage. Also diese Pleite, die kann ich mir nicht erklären. Sie haben nie